Die psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen ist im Vergleich zur Gesamtbevölkerung am größten. Das zeigen verschiedene Studien und das zeigt auch unser aktuellster Corona-Report. Bei den Beratungen zu Suizid verzeichnen wir in diesem zweiten Pandemiejahr traurige Rekorde. Jeden Tag rufen uns 7 Jugendliche an, um über Suizid zu sprechen. Das sind doppelt so viele wie noch vor der Pandemie. Bis September in diesem Jahr haben wir 100-mal Sanität oder Polizei gerufen, um Leben zu retten. Mehr als je zuvor. Was wir jetzt fordern, sind mehr Ressourcen für Angebote, um Kinder und Jugendliche zu stärken. Seien dies Erstanlaufstellen wie das 147 von Pro Juventute, Schulsozialarbeit oder Therapieplätze in Kinder- und Jugendpsychiatrien. Sparpakete auf dem Rücken von Kindern und Jugendlichen sind in den nächsten Jahren nicht vertretbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.